Der ARD Radio Tatort. Ich bin ein natürliches Mädchen. Keine falschen Wimpern, keine High Heels. Ich trage meine langen, dunklen Haare offen. Ich mag mich so, wie ich bin. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Sie ist wie alle Mädchen in diesem Alter. Schwierig. Ich bin ihre Mutter. Das ist zurzeit nicht die beliebteste Figur. Ich bin unkompliziert und spontan. Ich bin hungrig auf Erfahrungen. Im Grunde weiß ich nichts über sie. Ob sie schon mal verliebt war. Ob sie immer noch für Rihanna schwärmt. Ich weiß nicht mal, ob sie jeden Tag in die Schule geht. Sie redet nicht mit mir. Ich habe mir einen Schmetterling tätowieren lassen. Jungs in meinem Alter finde ich uninteressant. Ich mag schöne Dinge. Und wünsche mir ein großzügiges Taschengeld von dir. Sie lebt unter uns wie eine Fremde. Als hätte sie ihr Gedächtnis verloren. Sie hat vergessen, dass ich ihre Mutter bin. Ich nicht. Ich werde alles tun, um sie da wegzuholen. Will somebody wear me to the fair? Will a lady pin me in her hair? Mein Name ist Regina Eickhoff. Ich möchte Anzeige erstatten. Kiss my petals, weave me through a dream. Queenie von Sabine Stein. Wissen Sie, mit wem Zoe nach der Schule zusammen ist? Ich habe keine Ahnung. Hat sie in letzter Zeit vielleicht neue Bekanntschaften gemacht? Tut mir leid. Sie müssen mich für eine Rabenmutter halten. Wann hatten Sie zum ersten Mal das Gefühl, dass etwas nicht stimmt? Sie hat angefangen, uns anzulügen. Mit 16 liebt man Versteckspiele. Bei uns muss niemand lügen. Wie sieht es mit Drogen aus? Das hat sie nie interessiert. Zoe ist sehr sportlich, sie spielt Hockey und Volleyball. Trotzdem haben Sie Ihre Tochter überwachen lassen. Ich wollte sichergehen, dass sie nicht in Schwierigkeiten steckt. Dieser Detektiv hat mir dann die Anzeige im Internet gezeigt. Dort wird sie Queenie genannt, aber das Mädchen auf dem Foto, das ist Zoe. Unsere Zoe. Hallo, Queenie. Erzähl mir von dir. Frag mich was. Wie alt bist du? In einem Moment jung und neugierig, im nächsten reif und erfahren. Und du? Alt und neugierig. Du bist lustig. Ich mag es, wenn ein Mann mich zum Lachen bringt. Vielleicht mache ich mich auch gerade zum Lachen. Observationsbericht. Zoe Eickhoff, 17. November. 13.36 Uhr. Die Zielperson verlässt das Gymnasium Lessingstraße. Sie fährt mit einem Motorroller Richtung Blankenese. 13.47 Uhr. Stopp in einem Schnellrestaurant am Bahnhof. Käsenuggets, Donut und Milchshake Vanille. Großer Gott. Mhm. 14.09 Uhr. Die Zielperson verlässt das Restaurant und fährt auf der Elbchaussee Richtung Innenstadt. Biegt links ab in den Halbmondsweg. 15.09 Uhr. Zielperson hält in der Giesbergstraße 5. Gepflegtes Mehrfamilienhaus, 4 Parteien, im Erdgeschoss ein Innenausstatter. Die Zielperson öffnet die Haustür mit einem Schlüssel. So geht es jeden Nachmittag. Gegen 3 parkt sie den Roller vor dem Haus. Gegen 7 fährt sie wieder weg. Weiter, Döring, nicht alles aus der Nase ziehen lassen, Mensch. Die Wohnung wurde angemietet von einem Sören Bott. Aber der macht vermutlich bloß den Aufpasser. Er ist ein unbeschriebenes Blatt. Haben Sie das gecheckt? Das sieht man auf den ersten Blick. Der Mann ist eine graue Maus. Schlechte Haltung, hängende Schultern. Sieht so eine Kiezgröße aus. Wir fliegen hier nicht auf Sicht, Döring. Also checken Sie's. Was ist mit Besuchern? Lassen Sie mal die Fotos sehen. Es gibt keine. Ein kleines Missgeschick. Aber Sie wissen schon, wozu diese Männer an die Giesbettstraße kommen? Wissen wäre zu viel. Alles, was wir haben, sind Vermutungen. Ja, die spielen sicher nicht Karten mit den Mädchen. Ich versuche nur, genau zu sein. Sonst ist man schnell mal falsch abgebogen und landet im Acker. Nur weil man dem Navi mehr glaubt als dem eigenen Verstand. Ich brauche Namen, wenn das hier was werden soll. Peter Rustikow, Prokurist eines Baumaschinenherstellers, trägt das Abzeichen der Rotaria am Revers. Ralf-Peter Munzek, das ist allerdings etwas unangenehm, der sitzt in der Justizbehörde.
Wie haben Sie das herausgefunden? Ist im Dienstwagen vorgefahren. Willkommen im Sumpf der Großstadt, Kollege Döring. Hübsches Foto, Queen. Hallo, Piano. Freut mich, dass es dir gefällt. Ist alles echt? Glaube ich gerne. Du magst es, wenn ein Mädchen natürlich ist? Keine Farb- und Konservierungsstoffe, das ist mein Credo. Credo? Meine Maxime. Schicke Wörter, Piano Man. Du redest wie ein Akrobat. Danke für die Blumen, du bist aber auch nicht schlecht. Die Formulierung ist geklaut. Was mir gefällt, das nehme ich mir. Ja, die ist ganz schön cash, du. Wirkt älter als 16. 11. Klasse, Lieblingsfächer Sport und Mathe. Hältst du mal bitte? Mensch, als ich 16 war, da haben wir im Partykeller von Burkhard Flammes Eltern Konzerte gegeben und uns danach mit Bohls Kirsch betrunken. Ist die Kleine ein Junkie? Zoes Mutter sagt keine Drogen. Aber was wissen Mütter schon? Und was weiß das LKA? Noch nicht viel. Wir kommen nicht nah genug an sie heran. Bettina, dass ich mit diesem Mädchen geschattet habe, das war eine einmalige Sache, weil du was bei mir gut hättest. Also wirklich, das ist mein Ernst. So pleite kann ich gar nicht sein, dass ich sowas mache. Bettina, das ist doch widerlich. Und gefährlich ist das auch, diese Zuhälter, das sind eiskalte, brutale Kerle. Und die riechen einen Polizisten auf 100 Meter Entfernung. Ich brauche jemanden, der garantiert nicht nach Bulle aussieht. Nicht jung, nicht sportlich, meinst du das? Ich meine, wie du. Ja, ich habe mich schon gefragt, wieso du mich zum Essen einlädst und neben deinem Teller ein Laptop steht. Ja gut, habe ich mir gedacht, sie ist eben eine Frau, ne, die nicht abschalten kann. Könntest du auch nicht. Weißt du noch, wie jung man mit 16 ist? Wie verletzlich? Also wenigstens bis nach dem Hauptgang hättest du warten können. Wir haben keine Zeit. Wir müssen handeln. Dieses Mädchen braucht uns, Jack. Und sie ist sicher nicht die Einzige. Du hast so schönes, dickes Haar. Mach dir doch einen Pferdeschwanz. Was? Damit sehe ich aus wie 12. Zeig doch mal. Dafür nehme ich aber den knalligen Lippenstift. Wo ist der Lippenstift? Du bist perfekt, so wie du bist. Aber das sieht ätzend brav aus. Nach fester Zahnspange und Zauberpferd. Mach es einfach. Sie fliegen drauf, glaub mir. 20. November. Observation Gisbertstraße 5. 15:32. Besucher, männlich etwa 40, dunkler Anzug, nach Haltung und Muskulatur vermutlich früherer Leistungsschwimmer oder Ruderer. Teure Schuhe mit Lehmresten, Baustelle oder Haus in einem Vorort, ohne asphaltierte Fußwege. 16:03, Pizzabote, Kohle Pizza mit 3 Kartons. 16:50, der Leistungsschwimmer verlässt das Haus. Hey, was glotzt ihr so? Geht weiter, ihr Rotzlöffel. Hier gibt's nichts zu sehen. 17:10, ein Taxi fährt vor. Zoe verlässt das Haus, steigt in das Taxi. Ich häng mich dran. Donnerstag, 11 Uhr abends. Liebes Tagebuch. Ich versuche für die Bio-Arbeit zu lernen, aber ich bin zu müde für alles. Heute hat M mir einen braven Faltenrock hingelegt, in dem ich aussah wie aus dem Internat. Immer will er diese Spiele spielen, wo er mich hin und her gehen lässt und kommandiert mit diesem starren Blick. Hinterher kriegt er feuchte Augen und sagt, ich bedeute ihm mehr als sein Leben. Und ich schreibe in Bio wieder nur eine 4. Hallo, Queen. Hallo, Piano Man. Ich habe mich schon gefragt, wann du wieder von dir hören willst. Ich lasse das nur ein bisschen langsamer angehen. Vielleicht grübelst du zu viel. Ich weiß, dass da hilft. Ich finde Denken eigentlich ganz sexy. Nur ein bisschen schade um den Rest, oder? Ja, Döring, haben Sie was für mich? Negativ. Ich dachte, sie führt uns zu einem Freier, aber stattdessen ist sie shoppen gegangen. Hat sich in die City fahren lassen und dort eine Freundin getroffen. Die beiden sind fast eine Stunde lang in einen Gucci-Store verschwunden und haben schließlich 2 Handtaschen gekauft. Was glauben Sie, was die gekostet haben? Sagen Sie es mir. 2.300 Euro. Und das ist der Punkt. Sie haben bar bezahlt. Ich habe die Verkäuferin gefragt, ob sie das nicht bewundert hat. 2 Teenies und so viel Geld. Mich wundert gar nichts mehr, sagt die. Und Sie sind sicher, dass die beiden Sie nicht gesehen haben? Ich bin ja kein Anfänger. Die beiden sind dann mit einem Taxi in die Bordellwohnung zurückgefahren. Wir müssen herausfinden, wer dieses andere Mädchen ist. Die findet sich in keiner Datei. Sie sieht aus, als ob sie eigentlich noch mit Puppen spielt. Ich bin ein Romantiker. Reden gehört für mich dazu. Reden kannst du mit anderen. Solltest du nicht ein bisschen netter zu mir sein? Nett bin ich nie. Wahnsinn. Sag mal,
Flirtest du etwa mit ihr? Sowas kann ich gar nicht. Ich bin ein Romantiker. Queen findet das süß, dass ich so oldschool bin. Ach, Jay. Ja, weißt du, die ist witzig. Nichts ist peinlich, nichts mühsam. Ich bin mir selber nicht geheuer, aber ich amüsiere mich. Verabrede dich mit ihr. Ja, gute Idee, Bettina. Warum bin ich gar nicht selbst drauf gekommen? Du musst uns in die Wohnung bringen. Ja, klar, kein Problem. Wir wissen von mindestens einem anderen Mädchen. Sehr jung. Am besten machst du gleich was mit beiden aus. Wenn's weiter nichts ist, du weißt, ich freue mich immer, wenn ich der Polizei helfen kann. Bleib locker, Jay. Das sagt die Richtige. 24. November. Liebes Tagebuch. Heute hat M mich weggeschickt, weil ich meine Tage habe. Vorher hat er noch gesagt, wie enttäuscht er ist und dass ich mir sowas eigentlich nicht erlauben kann. Ich habe vorgeschlagen, es ihm mit der Hand zu machen, aber für ihn war der Tag gelaufen. Fehlt nur noch, dass er sich beschwert. Was du brauchst, ist eine Vitaminkur. Junges Gemüse, das dich munter macht. Meine Freundin Cinderella würde gefallen. Sie ist was ganz Besonderes. Okay, dann hätte ich gern... Ich will euch beide. 500 für 2 Stunden. Stolzer Preis, meine kleine Königin. Jetzt sind es 600. Damit du es auch richtig zu schätzen weißt. Bettina, bitte. Wir sollten das alles nochmal in Ruhe, das alles durchgehen, ja. Test. Entschuldigung, kommt das klar bei euch an? Ah, gut, besten Dank, vielleicht, Kollegen. Vielleicht ist das doch keine so gute Idee. Göring und ich sind in der Nähe, Jay. Ja, aber das dann vielleicht nicht nahe. Machen Sie bitte mal die Arme hoch. Der macht mich nervös, muss ja die ganze Zeit an mir rumkommen. Sie können sich frei bewegen, ja, wir hören Sie gut. Ja? Keinesfalls extra für uns ins Mikro sprechen. Meine Güte. Aber Sie dürfen natürlich das T-Shirt nicht ausziehen. Das hatte ich nicht vor. Oder? Bettina, ich ziehe mich doch nicht aus, ne? Jack. Ja, aber was mache ich denn dann? Ich meine, wie erkläre ich, dass ich angezogen bleiben will? Das haben wir doch besprochen. Du hältst sie einfach ein bisschen hin, bis wir genügend eindeutiges Material haben. Ja, und was genau ist ein bisschen? Ihr Zuhälter ist vermutlich auch in dieser Wohnung. Bestimmt so ein tätowierter Brocken mit einem Butterfly-Messer im Stiefel. Also der Bot sieht eigentlich ganz normal aus. Ja, oder er macht Kampfsport. Ich bin bloß ein kleiner Musiker. Bist du sicher, dass Cinderella auch da sein wird? Ich habe sie beide gebucht, oh Gott. Vielleicht sollte besser ich da reingehen, Frau Breuer. Was mischt sich der Grünschnabel da ein? Mit einem Amateur ist das viel zu riskant. Ah, du meinst, mit einem Grünschnabel läuft das besser. Bettina, bitte klär ihn auf. Herr Gartmann arbeitet nicht zum ersten Mal für mich. Ein Musiker? Mein Mann für spezielle Aufgaben. Hallo, Piano Man. Du bist Queenie. Ich hab dich gleich erkannt. Von dem Foto, also im Netz. Meine ich. Er ist drin. Und das ist Cinderella. Hab ich dir zu viel versprochen? Hallo. Hey, das passt ja gut. Ne? Was ist? Nee, nichts. Ich bin ein bisschen nervös. Ist das erste Mal für dich? Zu dritt? Es ist das erste Mal, dass ich dafür bezahle. Du warst wohl früher mal ein wilder Typ. Wie wäre es mit was zum Lockermachen? Koks? Nee, lass mal. Du. Los, komm, sei kein Frosch. Weg damit. Weg damit. Also schön. Vielleicht hätten wir ihn besser briefen sollen. Ich kenne den Mann. Da ist jedes Briefing für die Katz. Cinderella, ja? Die aus dem Märchenfilm. Bäumchen, rüttel dich, Bäumchen, schüttel dich, Bäumchen, rüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Was meinst du jetzt damit? Dass du nicht alles tun solltest, was irgendein falscher Prinz von dir verlangt, nur für ein bisschen Gold und Silber. Man kann nur hoffen, dass er das Zeug verträgt. Du bist ein schönes Mädchen, Cinderella, weißt du das? Ihr seid beide sehr, sehr schöne Mädchen. Und wir werden dafür sorgen, dass du richtig Spaß hast. Willst du nicht diese dicke Jacke ausziehen? Ja, gleich. Sag mal, könntet ihr vielleicht vorher diese grauenhafte, könntet ihr eine andere Musik auflegen? Du hast bezahlt. Du bist der Boss. Ey, ja, genau, das ist besser. Ist besser. Tanzt doch ein bisschen für mich. Ihr tanzt und ich schaue euch dabei zu, ja, zum Warmwerden. Ja. Ist Bot auch in der Wohnung? Positiv. Gefällt dir das? Schau hin. Schau genau hin. Ja.
toll, wirklich. Aber ohne die vielen Klamotten, es ist viel schöner. Komm, lass mich das machen. Nee, ich will das selber aufknöpfen. Es wird aber doch eng jetzt. Keine Angst, der macht das schon. Er ist schüchtern, wie süß. Zeig mir, was du hast, Baby. Finger weg, Kleine. Entspann dich. Ja, hör auf, jetzt bitte, lass das doch. Hilf mir mal, Queenie. Nein, nicht weg da. Du fass mich nicht an. Was ist dein Problem? Ich will das nicht, okay? Ist ja gut, Mann. Alles klar bei euch, Mädels? Er ist ein bisschen nervös, unser Besuch. Das werde ich auch, wenn nämlich einer meiner beiden Süßen hier blöd anmacht. Hat er euch blöd angemacht? Nein, ich ziehe mich nur gerne selber aus. Das ist ein Tick von mir. Also, das ist fast schon ein Zwang, also genau genommen. Vielleicht hast du ja auch was zu verstecken. Irgendein kleines schmutziges Geheimnis. Soll ich mal nachsehen, Queenie? Nicht gut. Das läuft nicht gut. Ich würde fast sagen, das geht gerade schief. Okay, wir gehen rein. Zugriff. November. Mittags. Wenn ich einen Hund hätte, würde ich ihn Paul nennen. Er dürfte in meinem Bett schlafen. Cocker Spaniel sind anhängliche Tiere. Haben sie dich als ihren Besitzer erkannt, sind sie völlig auf dich fixiert. Wenn es ein Mädchen ist, nenne ich sie Paulette. Hierher, Paulette. So ist fein. Gib Pfötchen, Paulette. Und wenn Paulette dann Junge bekommt, behalte ich das Schönste. Ich weiß jetzt schon, was Mama dazu sagen wird. Das ist eine Schnapsidee, Alina. Das weißt du auch. Liebes Tagebuch. Dies ist die ergreifende Geschichte von einem Mädchen mit einer Schnapsidee. Wie fühlst du dich? Hier, trink das. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Zoe, mein Schatz, du musst jetzt nichts sagen, wenn du nicht möchtest. Warum ist sie hier? Geh nach Hause, Mama. Ich lass dich jetzt nicht allein. Deine Mutter hat recht. Du musst nicht aussagen, wenn du nicht möchtest. Warum behandeln mich hier alle wie ein Opfer? Tut mir leid, aber wir haben uns große Sorgen um dich gemacht. Sagen Sie ihr, dass sie gehen soll. Ich bin ja so froh, dass das alles endlich vorbei ist. Solange sie hier ist, sage ich gar nichts. Hinsetzen. Ja, nun mal sachte, Meister. Vielleicht wollen Sie ja gleich mal Ihren Anwalt anrufen. Brauche ich nicht sowas. Sehe ich aber anders. Habe nichts gemacht? Oder habe ich was gemacht? Sören Bott, Sie werden beschuldigt, die Wohnung Gisbertstraße 5 angemietet zu haben, um dort Minderjährige zur Prostitution zu zwingen. Förderung sexueller Handlung Minderjähriger. Zuhälterei. Jetzt vielleicht mal mit dem Anwalt telefonieren. Da haben Sie aber was ganz falsch verstanden, Herr Kommissar. Ich bin kein Zuhälter. Ich mach für die Mädels bloß den Hausmeister. Sehe ich so bescheuert aus? Irgendwer muss ja ein bisschen nach dem Rechten sehen. Auch wenn dem mal ein Kerl krumm kommt, ist immer besser als ein Mann im Haus. Ihre Unterschrift steht auf dem Mietvertrag. Dafür werde ich schließlich auch bezahlt. Die Lütte ist ja noch nicht volljährig. Ich bin Dienstleister, Herr Kommissar. Sie rufen jetzt Ihren Anwalt an, Herr Bott, und sagen dem Mann, er soll Ihnen eine Zahnbürste mitbringen. Bist du bereit, Zoe? Wenn es dir zu viel wird, hören wir sofort auf. Schon okay. Du bist in Sicherheit. Was immer du uns erzählst, es kann dir deswegen niemand etwas tun. Wir verhaften diese Leute und bringen sie vor Gericht. Okay. Erzähl mir von der Wohnung in der Gisbertstraße. Was soll ich denn erzählen? Naja, zum Beispiel, wer dort verkehrte, wie viele Mädchen dort arbeiten mussten. Nur Alina und ich. Und Sören Bott. Ach, der. Hat er auf euch aufgepasst? Ja, klar. Hat er euch geschlagen? Wer? Bott? Also gibt es noch jemanden? Zoe, wir wollen die Leute finden, die dir und Aline das angetan haben. Jemand hat eine unappetitliche Anzeige ins Netz gestellt und euch angeboten wie Sklaven. Das Foto von mir ist echt gut. Haben Sie das Foto gesehen? Aber was redet sie denn da? Das ist doch nicht unsere Zoe, die da spricht. Wer hat ihr diese Sätze eingeflößt? Queenie. Was für ein billiger Name das ist. Ich habe mir schon gedacht, dass es schwierig wird. Vielleicht sollten wir unsere Psychologin hinzuziehen. Das Mädchen wird vollkommen verstört. Die andere sitzt nur da und schüttelt den Kopf. Aus der kriegt man außer ihrem Namen im Moment gar nichts raus. Alina Papst, die ist 14. Wissen Ihre Eltern schon Bescheid? Die Eltern sind geschieden. Sie lebt allein mit ihrer Mutter.
Was ist mit dem Zuhälter, diesem Bot? Der wirft seine Hände in Unschuld. Natürlich. Und die Mädchen schützen ihn, sie haben Angst. Wenn es Ihnen recht ist, bringe ich Alina jetzt nach Hause. Das machen wir zu zweit, Döring. Ihre Mutter wird hässliche Wahrheiten von uns zu hören bekommen und man kann nicht vorhersehen, wie sie darauf reagiert. Liebes Tagebuch, nie ist es genug. Was muss man tun, damit er mal zufrieden ist? Er ist gekränkt, wenn ich gehen will, weil die Zeit um ist. Er feilscht um jede Minute, wirft mir vor, dass ich kalt und berechnend bin, schiebt mich dann mit gequältem Gesicht zur Tür raus. Fast kann er einem leid tun. Warum bist du so? Wie bin ich denn, Mama? Es ist absolut nicht der richtige Moment, um die Coole zu spielen. Tu ich nicht. Diese Leute wollen dir helfen. Du musst ihnen alles sagen, was du weißt. Klar. Halt da vorne mal an, bitte. Was wird das denn jetzt? Ich hab noch was vor. Jetzt? Ich dachte, wir fahren zusammen nach Hause. Ich habe uns Pizza bestellt. Ich will keine Pizza. Aber... Frag mich doch einfach vorher. Ich möchte, dass du mit mir nach Hause kommst. Wir sollten uns Zeit nehmen, um zu reden, findest du nicht? Lass es gut sein, Mama. Zoe, bleib hier. Zoe! Ich verbiete dir jetzt einfach wegzulaufen. Ja, ruf doch deine Freunde von der Polizei an. Die können mich ja dann zurückbringen. Alina? Hallo, Mama. Gut, dass du da bist. Guten Tag, Frau Papst. Ich bin Hauptkommissarin Breuer. Das ist mein Kollege Döring. Wir würden gerne mit Ihnen sprechen. Gibt es einen Ort, wo wir das ungestört tun können? Natürlich. Bitte setzen Sie sich doch. Sie müssen das Chaos entschuldigen. Ich muss morgen einen Illustrationsauftrag abgeben. Mir zerspringt der Kopf. Alina, Schatz, machst du uns einen Kaffee? Was uns zu Ihnen führt, sind keine schönen Nachrichten, Frau Papst. Es geht um Ihre Tochter. Sie hat doch nichts angestellt? Wir haben Alina in einer Privatwohnung aufgegriffen, wo sie fremden Männern sexuell zu Willen sein musste. Das muss ein Missverständnis sein. Leider nein. Sie haben sie doch gesehen. Sieht so ein Mädchen aus, das zu irgendwas gezwungen wird? Zeigen Sie Frau Papst die Bilder darin. Schauen Sie hier. Cinderella. Ist das Ihre Tochter? Aber das ist doch ein schönes Bild von ihr. So ungeschminkt und mit dem Pferdeschwanz. Süß sieht sie da aus. Was haben Sie damit für ein Problem? Ja, Papst? Aber das habe ich doch alles mit Herrn Ritter schon besprochen. Entschuldigung, aber Magenta, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, tun Sie das. Danke. Tschüss. Frau Papst, könnten Sie sich bitte einen Moment konzentrieren? Als wir die Wohnung stürmten, war Alina gemeinsam mit einem anderen Mädchen gerade dabei, einem älteren Mann die Hose aufzuknöpfen, der 600 Euro dafür bezahlt hat. Verstehe. Ich verstehe. Und Sie denken jetzt, das hätte die doch mitkriegen müssen. Eine Mutter muss doch mitkriegen, wenn man ihre Tochter zwingt, einem Mann für Geld die Hose aufzuknöpfen. Und Sie haben recht damit. Eine perfekte Mutter spürt sowas, aber ich bin eben keine perfekte Mutter. Ich versuche es, aber es ist einfach zu viel. Seit Alinas Vater uns verlassen hat, bin ich für alles allein zuständig. Ich koche das Essen. Ich habe gelernt, eine Dichtung am Wasserhahn auszutauschen, Zündkerzen zu wechseln. Ich verdiene für uns das Geld, aber... Wie es aussieht, ist das einfach nicht genug. Sie könnten sich Unterstützung holen. Wenn Sie möchten, schalten wir die Familienhilfe ein. Tun Sie das auch bei Leuten, bei denen ein Mann im Haus ist? Wir kommen zurecht. Bitte, ich würde jetzt gern mit meiner Tochter allein sein. Wir werden noch Fragen an Ihre Tochter haben, Frau Papst. Sicher. Sicher. 21. November. Wenn Mama sich ärgert, kriegt sie einen ganz hässlichen Mund. Ich fotografiere mich, wenn ich wütend bin, um zu prüfen, ob ich ihr ähnlich bin. Ich habe den Mund von Papa, sagt sie. Das ist sicher nicht nett gemeint. Sie hasst alles an ihm. Da macht sie bei dem Mund bestimmt keine Ausnahme. Morgen fahre ich in die Stadt und hole mir das neue iPhone. Silber oder weiß? Das ist die Frage. Verrate mir, was du willst. Bald habe ich Zeit für dich. Zoe, ich bin's. Was machen wir denn jetzt? Auf einmal sitze ich, alter Hund, in diesem Mädchenzimmer. Alles voller Glitzer und Lämpchen und
Plüschtieren und dazwischen die Kleenex-Schachtel und ein Bonbonglas voller Präservative. Und vor mir kniet eine blonde Unschuld mit den kalten Augen einer Geschäftsfrau und will mir unbedingt die Hose aufmachen. Jack, wir waren das alles durchgegangen. Ja, das kannst du dir 10-mal vorher vorstellen, aber wenn du es dann erlebst... Was dich aus der Kurve gehauen hat, war das Koks. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ja, dass ich die Spielregeln nicht verstehe, das habe ich gedacht. Mein Gott, ich sitze da verkabelt wie ein Geheimagent im Pornoplüsch, ohne zu wissen, ob nicht vielleicht im Schrank der tätowierte Brocken mit seiner Beretta hockt. Ich riskiere meine Haut, weil man die zarten Seelen retten muss. Aber die Wahrheit ist, dass ich diesen Schulmädchen einfach nicht gewachsen bin. Wie steht mir dieses Top? Naja, vielleicht solltest du mal eine Weile auf dieses süße Zeug verzichten. Bin ich zu fett? Fett wie ein Sumo-Ringer. Wie ein Butterplätzchen. Sag mal ehrlich. Fett und hässlich. Ah, diese eitrigen Pusteln überall. Ach, das ist eklig, Zoe. Alina, die Elefantenfrau. Nein, du bist süß, Zuckerschnecke. Du bist unser Hauptgewinn. Maschi findet, ich bin eine Schönheit. Wie es nur alle 100 Jahre eingibt. Arme Wurst. Dafür muss er bluten. Zoe, was machen wir denn jetzt? Jedenfalls zicken wir hier nicht rum. Die Polizistin hat mich nach Hause gebracht. Das war ziemlich peinlich alles. Das Gesicht von Mami hätte ich gern gesehen. Du weißt doch, wie sie ist. Kopf hoch, Zuckerschnecke. Mir kannst du vertrauen. Das weißt du doch, oder? Ja. Los, sag es. Ich vertraue Zoe. Und sonst niemandem. Lass doch. Ich will es hören von dir. Ich vertraue Zoe. Und sonst niemandem. Braves Kind. Denk dran. Wenn man mich verarscht, werde ich gemein. Haben Sie schon mal nach Sternschnuppen-Ausschau gehalten? Man liegt auf dem Rücken und starrt in den Nachthimmel. Und der Trick besteht darin, dass man es vermeidet, auf etwas Bestimmtes scharf zu stellen. Denn wenn man den Blick zu sehr auf ein Objekt fixiert, ist man nicht mehr aufmerksam für das, was an den Rändern passiert. Schöne Geschichte, Döring. Reichen Sie mir bitte das Salz rüber. Mhm. Ich frage mich, was das sein soll. Fisch? Fleisch? Gemüse? Es sieht nicht so aus, als ob es mal gelebt hätte. Es schmeckt nicht schlecht, aber ich wüsste gerne, was es ist. Soja, da steht was von einem Sojaschnitzel. Sie essen nichts? Nicht, dass Sie jetzt einen falschen Eindruck kriegen, unsere Kantine ist eigentlich nicht so schlecht. Also, nichts Besonderes, aber eben auch nicht schlecht. Was, wenn es gar keine Hintermänner gibt? Könnte es nicht sein, dass Queenie und... Cinderella gar keine unmündigen Opfer, sondern ziemlich aufgeweckte Selbstvermarkterinnen sind? Selbst wenn die beiden tatsächlich glauben, dass sie das alles aus freien Stücken tun, dann doch nur, weil jemand sie genau dort haben will. Weil es viel wirkungsvoller ist, als jede Drohung, ihnen einzureden, dass sie cool und gerissen sind. Warum sonst sollten Mädchen aus wohlhabendem Haus sich älteren Männern anbieten, Döring? Möglicherweise ist das die falsche Frage. Warum machen Schüler Sexfotos von sich und stellen sie ins Netz? Essen Sie das noch? Was? Nein. Was dagegen, wenn ich... Bitte. Nur weil wir uns etwas nicht erklären können, heißt es nicht, dass es nicht so ist. Ob ich wohl mal das Salz haben kann? Wie Mama sich gefreut hat, als ich ihr den Kenzo-Schal gebracht habe. Die Augen nur noch Schlitze wie ein fröhlicher Chinese. Hat mich meine Goldmarie genannt. Sie vermisst diese schönen Sachen, auch wenn sie es nicht zugibt. Sie schon wieder. Da können wir uns unterhalten. Ich möchte Sie etwas fragen. Und deswegen lassen Sie mich aus dem Unterricht holen. Sie sind eine sehr gute Schülerin, wie ich hörte. Ich bin davon ausgegangen, dass das kein Problem ist. Haben Sie das von meiner Mutter? Ihre Mutter macht sich große Sorgen. Ja, meine Pubertät war ein Schock für sie. Hat sie Ihnen Kinderbilder von mir gezeigt? Keine Angst, das macht sie bei allen. Warum sollte sie das tun? Sie hofft, dass es irgendwas erklärt. Sie steht auf Psychologie. Wir werten gerade den Computer aus, den wir in der Giesbertstraße beschlagnahmt haben. Meine Chefin glaubt, dass wir da nicht nur die Namen ihrer Kunden finden. Viel Glück beim Suchen.
Wenn es jemanden gibt, den Sie sich vom Hals schaffen wollen, dann wäre das jetzt eine günstige Gelegenheit. Sie werden nichts finden. Gar nichts. Man sollte meinen, es hätte sich herumgesprochen, dass man im Netz ein offenes Buch ist. Aber irgendwie glaubt niemand so richtig dran. Sie machen alles kaputt. Das wäre mir sehr unangenehm. Ich bin neu beim LKA. Sie sind mein erster Fall hier in Hamburg. Da will man natürlich einen guten Job machen. Dann lassen Sie uns einfach in Ruhe. Aber meine Chefin... Sie duzt mich die ganze Zeit. Ihre Chefin? Ja, im Umgang mit jungen Leuten ist sie manchmal ein bisschen ungeschmeidig. Sie glaubt, sie bräuchten unsere Hilfe. Ich glaube das übrigens nicht. Ich finde, Sie haben den Laden ziemlich gut im Griff. Die Frage ist, wie Ihre Freundin Alina das sieht. 4. Dezember, 8:30 abends. Wieder den ganzen Nachmittag bei M gewesen. Ich bin seine Droge, sagt er. Besser als der reinste Schnee. Und ich merke ja, wie er mich anstarrt, wie seine Hände zittern. Manchmal lasse ich ihn zappeln, verbiete ihm, mich anzufassen und tanze ihm vor der Nase herum, so dicht, dass er mich riechen kann. Was krieg ich? Was krieg ich? Bis ich ihn so weit habe, dass er fast von allein kommt. Ich weiß nicht, wo meine Tochter steckt. Ich vermute mal, sie hat bei Freunden übernachtet. Ich frage nie, wohin sie geht und was sie dort macht. Vielleicht hat sie es mir aber auch gesagt und ich habe es vergessen. Hi, hier ist Alina. Ihr Handy ist aus. Dann will sie wohl nicht gestört werden. Dann wird sie gegebenenfalls unsere Hilfe brauchen. Alina ist ein sehr starker Mensch. Die kann sehr gut auf sich allein aufpassen. Daran war sie schon immer viel besser als ich. Alina ist 14 und sie hat Dinge erlebt, die man in ihrem Alter noch nicht erlebt haben sollte. Sie haben keine Kinder, oder? Ich würde gerne mal Alinas Zimmer sehen. Voilà. Klamottenberge, Schulsachen, heilige Unordnung. Ich nehme an, so sieht es in jedem Mädchenzimmer aus. Chanel-Sonnenbrille und Gucci-Tasche. Die kann man sich nicht vom Taschengeld kaufen. Sie gibt Nachhilfe. Fast jeden Nachmittag. Frau Papst, Sie sollten aufhören, sich etwas vorzumachen. Ihre Tochter kann sich diese Dinge leisten, weil sie als Callgirl gearbeitet hat. Vielleicht sind es ja auch Geschenke von Verehrern. Sie ist schön, sie ist jung. Die Männer reagieren auf sie. Wissen Sie, es ist ein merkwürdiges Gefühl für eine Frau, wenn sie mit ihrem Kind durch die Stadt geht und die Männer schauen nicht mehr sie an, sondern das Mädchen neben ihr. Aber das verstehen Sie nicht. Wenn man kinderlos ist, kann man sich immer einbilden, man wäre selber noch jung. Was ist das? Ein Tagebuch? Das rühre ich nicht an. Ich würde es gerne mitnehmen. Auf den Fotos hier, das sind vermutlich alles Freunde von Alina. Ja, vermutlich. Wer ist der Junge, der da neben ihr steht? Das ist Leon, ihr bester Freund. Charmanter Kerl, sehr gut erzogen, aber da läuft nichts. Sie behandelt ihn wie einen kleinen Bruder. Ja, Ali kenne ich, seit ich denken kann. Sie ist als einziges Mädchen vom 10-Meter-Brett gesprungen. Und im Winter, da war sie immer die Erste, die aufs Eis ist, obwohl es noch geknackt hat. Ich mochte es, dass sie nie ängstlich war. Warum will ihre Chefin das denn alles wissen? Weil deine Freundin verschwunden ist. Sie ist nicht meine Freundin. Und weil es sein könnte, dass sie in Not ist. Also ich habe keine Ahnung, wo Ali steckt. Sie hängt jetzt meistens mit Älteren rum. Manchmal treffe ich sie auf einer Party. Sie trinkt zu viel. Immer so süßes Zeug, Wodka-Feige oder Bacardi-Cola. Und ja, dann wird ihr schlecht und jemand muss sie nach Hause bringen. Manchmal ist es nicht leicht, sie zu verstehen. Die Frauen, meine ich. Ali ist keine Frau. Auch wenn sie reihenweise mit irgendwelchen Typen rumpoppt. Hat sie dir das erzählt? Ja, sie hat mir erzählt, dass sie es für Geld mit alten Säcken macht. Musst du selber wissen, habe ich zu ihr gesagt. Aber ey, gut drauf, sieht anders aus. Wir haben das Mädchen bei ihrer Mutter abgeliefert und mit ihren Erlebnissen allein gelassen. Sie wird bei Freunden untergeschlüpft sein. Aber keiner hat sie gesehen, Jack. Und wenn sie vom nächsten Hochhaus springt? Weil sich niemand wirklich dafür interessiert, wie sie mit dem ganzen Dreck fertig wird? Was hättest du gemacht in ihrer Situation? Das ist es ja. Ich versuche, mich in sie hineinzuversetzen. Aber ich verstehe nichts. Lass mich raten. Mit 14 warst du Klassenbeste und hast dich nicht für Jungs interessiert. Oder wenn, dann hast du mit ihnen Fußball gespielt. Ich? Ich war unsicher. Verwirrt. Leicht zu beeindrucken. Ja, das sind diese Mädchen auch. Nur von anderen Dingen. Aber warum ist Alina weggelaufen? Vielleicht glaubt sie, dass man sie bestrafen wird. Wofür?
Dafür, dass sie so verwerfliche Dinge tut. Oder dafür, dass sie damit aufhört. Oder weil sie sich hat erwischen lassen. Und was, wenn es wirklich jemanden gibt, der sie bestrafen will? Ali erzählt mir alles, auch wenn ich's gar nicht wissen will. Ja, geht mich nichts an, was du mit deinem Körper machst, sag ich. Wir beide sind doch schon längst keine Freunde mehr. Und da hat sie mir einen 100-Euro-Schein in die Hand gedrückt für neue Fußballschuhe. Vielleicht war das ein Hilferuf? Ey, Ali lässt sich nicht von jedem retten. Muss schon ein Romeo mit Kohle und einem dicken Auto sein. Aline hat versucht, ihren Freund Leon zu kaufen, so wie es die Freier mit ihr tun. Der steht richtig unter Strom. Vorgeschobenes Kinn, geballte Fäuste, hohe Körperspannung. Er ist eifersüchtig. Ein aussichtsloser Wettbewerb. Der Junge fährt ein altes Fahrrad und spielt Fußball im Verein. Ich habe noch mal mit der Detektei gesprochen, die Zoes Mutter beauftragt hatte. Die haben Protokoll über die Besucher in der Gisbertstraße geführt. Mhm. Aber sonst ist da für uns nichts zu holen. Hier ist die Liste mit den Namen von den Kontaktpersonen der Mädchen. Die werden wir jetzt der Reihe nach abarbeiten. Mr. X, Dick 64, ach. Märchenprinz, du meine Güte. Sexy Tommy, Romeo. Leon hat von einem Romeo gesprochen. Aha. Ich habe gedacht, er meint nur Verehrer im Allgemeinen damit. Aber vielleicht hat er auch jemand Bestimmten im Sinn gehabt. Dann finden Sie raus, wer Romeo ist, Döring. Selbst wenn sich der Anschluss ermitteln lässt, heißt das nicht, dass wir wissen, wer wirklich am Computer saß. Ich nehme jeden Strohhalm, den ich kriegen kann. Nikolaus, 21 Uhr. Liebes Tagebuch. Ich frage mich, warum er mich dauernd fotografieren will. Am Anfang habe ich gedacht, Fotos sind cool. Aber es macht keinen Spaß, weil er mich hinbiegt wie eine Puppe und ich mich dann ewig nicht bewegen darf. Er fummelt an seiner Kamera rum und ist nicht ansprechbar. Manchmal lobt er mich wie ein Model, aber er verliert schnell die Geduld, wenn es nicht so aussieht, wie er es sich vorgestellt hat. Ich drohe ihm damit, dass ich nicht mehr zu ihm komme. Dann fängt er sofort das Winseln an und ich darf mir was wünschen. Sie können gehen, Herr Bott. Ist der Groschen endlich gefallen? Es wird trotzdem ein Verfahren geben. Da kommt er nicht weit mit. Eine letzte Frage. Nee, nix. Ich habe jetzt Feierabend. Alina ist verschwunden. Ausgebüxt ist sie. Na, schau mal einer an. Meine Chefin erwartet, dass ich das Mädchen finde, aber ich habe keinen Schimmer, wo ich eigentlich suchen soll. Ist nicht mein Bier. Sie haben's vermasselt, Milchgesicht. Wer ist Romeo? Sie haben gedacht, er redet Scheiße, der Bot, stimmt's? Ein Mann und zwei junge Hühner. Sonnenklar, wer da der Boss ist. Aber das muss einem liegen, das Macker sein. Das ist nicht meins. Das rohe, brutale. Das ganze Reviergedöns ist einfach nicht mein Ding. Okay, ich hab's vermasselt. Bitte helfen Sie mir, Herr Bott. Was kriege ich dafür? Sie wissen nicht, wie sie ist, wenn sie wütend ist, meine Chefin. Bin ich vielleicht bei der Caritas? Die verzehrt mich zum Frühstück, wenn ich mit leeren Händen zurückkomme. Die schickt mich auf Streife oder auf ein Himmelfahrtskommando ohne Schutzweste. Meine Zukunft liegt in Ihrer Hand, Herr Bott. Na, nur heul mal nicht gleich, Milchgesicht. Romeo, das ist ein Stammkunde von der Alina. Maschmann. Volker Maschmann. Wohnt in der Villa auf der Ulnos. Ich habe die Lütte da manchmal abgeholt. Er hat zwei Irish Setter. Die Kleine ist ganz verrückt nach den Viechern. Hat Geschmack, unser Romeo. Gute Arbeit, Kollege Döring. Wie haben Sie das bloß wieder hingekriegt? Ja, wie haben Sie den Bot eigentlich dazu gebracht? Herr Volker Maschmann? Ja? Kriminalhauptkommissarin Breuer und das Justus ist Döring, Ihr Kollege. Wir suchen eine vermisste Schülerin, Alina Pabst. Sie kennen sie unter dem Namen Cinderella. Hat sie Kontakt mit Ihnen aufgenommen? Was? Nein. Ich kenne keine Cinderella. Denken Sie bitte nach, Herr Maschmann. Hören Sie, wieso sollte... Es gibt mindestens zwei Zeugen, die Sie aus der Gisbertstraße kennen. Zeugen? Was denn für Zeugen? Wollen wir das wirklich hier draußen besprechen? Also bitte, kommen Sie. Dann halten wir also fest, Sie kennen das Mädchen. Ich, ja. Aber hier ist sie nicht. Woher kennen Sie sich? Das wissen Sie doch sicher alles schon. Wir würden es gerne von Ihnen hören, Herr Maschmann. Ich bin kein Perverser, falls Sie das denken sollten. Ich stehe nicht auf Kinder. Sie haben sich regelmäßig mit Cinderella getroffen? Mit Alina, ja. Aber das ist vorbei. Wie hat es denn angefangen? Es ist anders, als Sie denken.
Die Sache mit Alina, das war eine ganz verrückte Geschichte, wissen Sie? Also niemand denkt doch, dass einem so etwas mal passieren könnte. Wir sind nicht hier, um moralische Urteile zu fällen. Wir wollen nur sicher gehen, dass Alina nichts passiert ist. Passiert? Wieso denn passiert? Ja, da war diese Anzeige. Sie nannte sich Cinderella. Sie erinnerte mich an ein Mädchen, in das ich mit 16 hoffnungslos verliebt war. Sie ist Julia. Das hier ist nicht Julia. Natürlich nicht. Und Sie sind keine 16 mehr? Nein. Sie haben also auf das Inserat geantwortet? Ich habe ihr geschrieben. Wie geht es dir? Was machst du? Können wir uns sehen? Für eine Julia hat ein kleines Licht wie ich überhaupt nicht existiert. Aber Cinderella hat sofort geantwortet. Das hat mich sehr froh gemacht. Und seitdem treffen Sie Alina regelmäßig? Wir haben uns gesehen, so oft es ging. Die Liebe ist nicht vernünftig. Sie sucht sich ihren eigenen Weg. Wie alt sind Sie, Herr Marschmann? Ende 40? Zu alt jedenfalls, um ein Recht auf dieses Glück zu haben. Trotzdem habe ich immer wieder Queenies Nummer gewählt, wie ein Süchtiger. Aber ich sage ja, es ist vorbei. Sie haben eine Straftat begangen. Darauf konnte ich keine Rücksicht nehmen. Sie sagen, Sie haben Queenie angerufen. Wieso Queenie? Sie ist es, die für Alina die Verabredung trifft. Sie hat mich immer daran erinnert, dass für jemanden wie mich die Liebe nicht umsonst ist. Wo ist Alina jetzt? Hier ist sie jedenfalls nicht. Sie stand vor meiner Tür, aber ich habe sie nach Hause geschickt. Warum? Sie werden uns nicht in Ruhe lassen, habe ich zu ihr gesagt. Es ist unmöglich. Ich werde ihren Blick nie vergessen. Wann war das? Gestern Abend. In dem Moment hat jemand in meinem Leben das Licht ausgemacht. Irgendwie fühle ich mich alt. Dieser Fall macht mich alt, Jack. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr mitkomme. Willkommen im Club, Bettina. Und sie haben nicht mal versucht, dich auszuziehen, um mit dir Sex zu dritt zu haben. Es waren doch eben noch Kinder. Wo lassen diese Mädchen ihre Gefühle? Keine Ahnung. Woanders. Nicht beim Sex mit ihren Kunden jedenfalls. Das kann ich bezeugen. Ich war dabei. Was ist denn das? Ein Machtspiel? Rache an der Welt der Erwachsenen, oder? Vielleicht ist es aber auch viel banaler. Vielleicht haben diese beiden jungen Frauen nur eine erfolgreiche kleine Firma aufgezogen und Gefühle sind da einfach keine Kategorie. Danke, dass Sie gekommen sind, Zoe. Möchten Sie etwas trinken? Cola Light. Mit Eis und Zitrone. Ich kann Ihnen Mineralwasser anbieten. Ach so, Behörde. Alles klar. Zoe, erzählen Sie mir von Alina. So gut kennen wir uns jetzt auch wieder nicht. Wir gehen in dieselbe Schule. Irgendwann hat sie mir aufgelauert. Ich weiß, was du machst, hat sie gesagt, und dass sie mitmachen will. Hat mich genervt. Bis ich nachgegeben habe. Warum auch nicht? Ist echt kein schlechtes Geschäftsmodell. Ich habe ihr gezeigt, wie es läuft. Ich war einkaufen mit ihr. Ich habe die Fotos gemacht. Alles, was sie kann, weiß sie von mir. Wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie sich beide aus freien Stücken angeboten. Ich lasse mir doch von niemandem sagen, was ich tun soll. Warum haben Sie uns das verschwiegen? Hab ich nicht. Aber Sie waren so mit der Opfernummer beschäftigt. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich müsste Alina beschützen. Vor wem? Vor Ihrem liebeskranken Romeo. Vor sich selbst. Und vor Ihnen. Vor mir? Lustige Idee. Frau Eickhoff, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie die Aussage verweigern können, wenn Sie sich damit selbst belasten. Ah, jetzt wird's offiziell. Also doch kein intimes Gespräch unter Frauen? Sie haben Alina an zahlende Männer vermittelt. Sie sind als Ihre Zuhälterin aufgetreten. Das macht Sie zur Täterin. Sie sind zwar noch nicht volljährig, aber... Sie ist zu mir gekommen. Ich habe ihr gezeigt, wie sie viel Geld verdienen kann. Und sie hat viel verdient. Trotzdem war es nie genug, weil diese Kuh ein Fass ohne Boden ist. Wer? Alina? Nee, ihre Mutter. Soll das heißen, Ihre Mutter hat über alles Bescheid gewusst?
Offiziell hat sie immer nur von Nachhilfestunden gesprochen. Aber natürlich hat sie Bescheid gewusst. Ich meine, so viel Asche für ein paar Stunden Nachhilfe? Hallo Leon, hier spricht Justus Döring. Wer? Der Bulle. Ich habe doch noch eine Frage. Hat Alina vielleicht noch anderen erzählt, dass sie als Prostituierte arbeitet? Ihrer Mutter zum Beispiel? Die wusste das von Anfang an. Aber was hat sie denn dazu gesagt, die Frau Papst? Die hat Stress gemacht. Ali hat gejammert, dass ihr der Sexjob keine Zeit mehr für die Schule lässt. Aber ihre Mutter hat gesagt, streng dich ein bisschen an und dann schaffst du das schon. Sie muss Angst gehabt haben. Angst vor Zoe und vor ihrer eigenen Mutter. Die beiden haben Alina unter sich aufgeteilt wie ein annektiertes Land. Vielleicht hat sie versucht, sich vor ihnen in Sicherheit zu bringen. Sie meinen, Alina hat ihre neue Gucci-Tasche mit Schein vollgestopft und ist los? Aber wenn ein Mädchen abhauen will, nimmt es dann nicht ein paar Dinge mit, die ihm wichtig sind? Ihr Smartphone hat sie. Aber ihr Tagebuch nicht. Wieso schickt sie ihren Assistenten, um mit mir zu reden? Seien Sie froh, Frau Papst. Meine Chefin ist nicht gut, auf Sie zu sprechen. Das ist so ein Frauending, nehme ich an. Sie glaubt, Sie haben Ihre Tochter auf den Strich geschickt, um nach der Scheidung ihren Lebensstandard zu halten. Das glaube ich zwar auch, aber es macht mich nicht so wütend wie Sie. Hat so Ihnen das erzählt, diese kleine Eisprinzessin? Ihre Tochter hat es ihrem Freund Leon erzählt. Ist sie bei ihm? Nein. Aber er macht sich Sorgen um Alina. Alle machen sich Sorgen um sie, nur ihre eigene Mutter nicht. Jetzt frag ich mich natürlich, warum macht die Frau sich keine Sorgen um ihr Kind? Vielleicht, weil sie etwas weiß, was sonst keiner weiß? Soll ich Ihnen etwa was vorheulen? Ich heule nie öffentlich. Das habe ich mir abgewöhnt. Eine flennende Frau nimmt niemand ernst. Sie haben immer noch keine Idee, wo Ihre Tochter sich aufhält? Glauben Sie nicht, dann hätte ich sie schon längst zurückgeholt? Cinderella. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Das ist ganz alleine auf Alinas Mist gewachsen. Eine ganze Zeit lang habe ich ihr das mit der Nachhilfe geglaubt. Aber dann hat sie angefangen, mir teure Geschenke zu machen. Sie ist immer sehr aufmerksam. Offenbar hat sie die Wahrheit aber nicht besonders schockiert. Ich war stolz auf sie. Sie ist Realistin. Sie kennt ihren Wert. Kein verhuschter Teenager, der sich von den Vätern ihrer Freundinnen angrapschen lässt, weil sie sich nicht traut, Nein zu sagen. Was wollen Sie denn? Das Leben ist kein Ponyhof. Als Frau muss man sich seinen eigenen Weg suchen. Ich selber musste das erst mühsam lernen. Kenne deinen Preis, verhandle hart, verschenke nichts. Sex ist etwas, bei dem Männer ihren Spaß haben. Dann kann man sie auch dafür zahlen lassen. Und wir bieten ihnen, was sie sonst nie bekämen. Jugend. Unschuld. Donnerwetter. Ich habe sie unterstützt, wo ich konnte. Das ist nett von Ihnen. Nur Zoe, der habe ich immer misstraut. Die hat jedes Mal 35% Provision kassiert. Gib ihr 20, habe ich zu Alina gesagt. Deine Zoe, die zieht dich über den Tisch. Weiß Alinas Vater eigentlich, wie Sie die Unterhaltszahlung aufstocken? Woher nehmen Sie Ihre Selbstgerechtigkeit? Entschuldigung. Das ist der pure Wissensdrang. Ein altes Laster. So eine Sucht, die Welt mit Fragen zu überziehen. Schon als Kind habe ich meine Leute damit genervt. Aber seit ich bei der Polizei bin, ist es besonders schlimm. Ich frage mich zum Beispiel, ob Alina vielleicht einfach keine Lust mehr hatte, ihre kleine, hartgesottene Realistin zu sein. Und ob sie deshalb nicht einfach weggesperrt haben. Oder ob sie ihnen weggelaufen ist, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Frei nach dem Motto, etwas Besseres als den Tod findet man überall. Ja, und dann würde ich Ihnen auch wahnsinnig gerne die Frage stellen, ob Sie Ihre Tochter möglicherweise umgebracht haben. Aber ich werde mich beherrschen. Ich vermisse Sie so.
Das Haus ist so leer ohne Alina. Frau Pabst, wir beide fahren jetzt ins Präsidium. Sie sind vorläufig festgenommen. Aber jemand muss hier auf Sie warten. Ich bin doch die Einzige, die das machen kann. Vernehmung Marin Pabst. Anwesend sind die oben genannte Kriminalkommissar Justus Döring, LKA Hamburg. Frau Pabst, ich vernehme Sie als Beschuldigte. Ihnen wird zur Last gelegt... Hier sind Sie. Frau Kommissarin, gut, dass Sie da sind. Bitte erlösen Sie mich von diesem schrecklichen Mensch. Kommen Sie, Döring. Es gibt was zu tun. Und ich? Was ist mit mir? Sie haben Pause. Trinken Sie einen Kaffee. Denken Sie über Ihre Sünden nach. Herr Marschmann, machen Sie bitte auf. Wer ist denn da? Hauptkommissarin Breuer und mein Kollege Döring. Sie haben mich angerufen. Gehen Sie weg, das war ein Missverständnis. Sie wollten uns etwas erzählen und jetzt sind wir hier. Ich habe mir das anders überlegt. Auf Wiedersehen. Danke fürs Kommen. Am Telefon war er außer sich. Wir müssen da rein. Ich verständige die Kollegen. Herr Marschmann, wir haben Alinas Tagebuch gefunden. Es gibt da Dinge, die Sie unbedingt wissen sollten. Lassen Sie uns reden. Zu spät. Egal was es ist, es kommt zu spät. Es interessiert mich nicht mehr. Wo ist sie? Oben. Sie ist oben im Schlafzimmer. Oh Gott. Alina, kannst du mich hören? Alina? Sieht sie nicht wunderschön aus? Wie Dornröschen? Notarzt, Döring. Wir haben Abschied gefeiert. Sollte wenigstens ein bisschen festlich sein. Und machen Sie die verdammten Kerzen aus! Keine Lust? Sie hat keine Lust mehr. Das kann sie doch nicht einfach so bestimmen. Döring hier, wir brauchen einen Notarzt in die Karlstraße. Du kannst das doch nicht einfach für dich allein bestimmen. Das zwischen uns, das ist was ganz, ganz Besonderes, habe ich gesagt. Ihr Blick, als sehe sie mich zum ersten Mal, kalt bis ins Herz. Was haben Sie mit dem Mädchen gemacht? Ich habe ihr eine Ohrfeige gegeben. Ich habe sie getötet. Und deswegen habe ich sie angerufen, um ihnen zu sagen, dass sie aufhören können, nach ihr zu suchen. Manchmal stelle ich mir vor, wie das wäre, abzuhauen. Leon sagt, auf einem Frachtkahn kommt man über die Flüsse bis ins Schwarze Meer. Aber was gibt es auf so einem Schiff schon für Abwechslung? Es ist dreckig und langweilig. Ich möchte es schön haben. Mit Spa und Disco und Kino an Bord. Dann doch lieber zu Maschi in sein großes Haus. In der Badewanne liegen und Filme gucken. Und unauffindbar sein. Aber am liebsten zur Schule gehen. Vielleicht auf ein Internat. Und ein super gutes Abi machen. Und dann Studentin sein und in einer WG wohnen. Ich hoffe ja mal, es ist kein Problem für meine Mitbewohner, dass ich einen Hund habe. Will somebody wear me to the fair? Queenie von Sabine Stein. Die Rollen und ihre Darsteller. Bettina Breuer, Sandra Borgmann, Jack Gartmann, Martin Reinke, Justus Döring, Matthias Buntschuh, Zoe Eickhoff, Mathilde Buntschuh, Alina Pabst, Birte Schnöing, sowie Judith Engel, Max Herbrechter, Jörn Knebel, Anke Sevenig, Steffen Siegmund. Technische Realisation Corinna Gartmann und Sebastian Ohm. Regieassistenz Stefanie Porat-Walsch. Dramaturgie und Redaktion Christiane Ohaus. Regie Andrea Ghetto. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2015 für den ARD-Radio-Tatort.